gleich zur nächsten Aktion, Petra. Sie dürfen nicht nur nett bei uns sitzen. Kommen Sie doch bitte mal mit. Wir haben noch etwas für Sie. Und zwar für 40 Jahre. Beste Unterhaltung, Information im Fernsehen gibt es den Fernsehpreis des Mitteldeutschen Rundfunks für Petra Kuschlück. Danke, Axel Bulthaus. Danke zum MDR Fernsehen. Liebe Petra, und das wäre dann jetzt auch die Gelegenheit für Sie, ein paar Worte an Ihre Fans, an Ihr Publikum und Ihre Zuschauer zu richten. Ja, das mache ich sehr gern, Axel. Das ist ja immer diese Minute oder das sind diese Minuten, an denen man sich oder in denen man sich auch erinnert. Ich möchte versuchen, mich kurz zu fassen. Also bleiben Sie ruhig hier stehen, das wird nicht eine halbe Stunde. Ich möchte einfach nur sagen, wenn man 40 Jahre wie ich auf der Bühne stehen darf, dann hat man das zum großen Teil dem Publikum zu verdanken. Und das weiß jeder, der so lange in diesem Metier tätig ist. Darum geht ein ganz großes Dankeschön an die Zuschauer zu Hause, an Sie hier im Saal, im Studio, liebes Publikum. Und natürlich an die Menschen, die mir die Gelegenheit gegeben haben, zum Beispiel jetzt im 12. oder im verflixten 13. Jahr, die kleine Gruß- und Glückwunschsendung Alles Gute zu moderieren. Einmal im Jahr die große Show Alles Gute zum Muttertag. Da fällt mir natürlich sofort meine Mutti ein, die in diesem Jahr 84 Jahre wird, aber mir heute noch sagt, wie es lang geht. Ist ja klar, so wird es immer sein. Mein Mann, meine Familie sind das größte Glück in meinem Leben. Dafür bin ich sehr dankbar und meinen Roland liebe ich über alles. Der gibt mir viel Kraft. Einige wissen ja, dass wir gesundheitlich und auch beruflich Höhen und Tiefen hatten, wie bestimmt viele von Ihnen. Aber wir sind immer noch da und darum freue ich mich sehr. Danke. Und natürlich, liebe Petra, nachdem Sie ihn jetzt schon mehrmals angesprochen haben, denn eigentlich sind Sie ja gemeinsam mit Ihrem Gatten Roland Neudert hierher gekommen, um heute Abend für eine Überraschung zu sorgen. Das habt ihr ja so eingefädelt. Er natürlich auch jetzt der erste Gratulant. Herzlich willkommen, Roland Neudert. Danke, mein Schatz. Danke. Da guckst du, hä? Darf ich bekannt machen? Ja. Roland, wann haben Sie es erfahren? Eben hinter der Bühne kam ein junger Mann, der Redakteur, zu mir und sagt, Herr Neudert, passen Sie auf, dass Sie nicht von der Kamera erspäht werden. Wieso? Ich bin in der Sendung, ich bin der Roland Neudert, ich darf hier mitmachen. Er sagte, ja, aber wir haben mit Ihrer Frau ganz was Besonderes vor. Es kommt nicht Rita Kohlhagen aus Rostock. Ihre Frau bekommt einen ganz, ganz großen Preis. Und da muss ich mich anschließen. Ich wünsche den vom ganzen Herzen. Ja? Wenn jemand das verdient hat, dann bist du das, mein Schatz. Natürlich lassen wir Sie beide jetzt nicht hier gehen, ohne dass wir von Ihnen auch etwas hören, musikalisch. Behalten Sie die bitte. Blumen, ich nehme sie Ihnen ab. Bitte, bitte. Sie behalten den Preis. Lassen Sie ihn da, der ist sehr schön. Ja, Sie harmonieren sehr schön mit unserem Preis. Ja, guck mal, darum das goldene Kleid. Ach, als ich hätten Sie es geahnt. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich jetzt bitte auf ein Medley mit den schönsten Melodien von Petra Kuschlück und Roland Neudert. Das schönste Geschenk ist deine Liebe zu mir. Ich könnte ohne sie nicht mehr leben. An deiner Seite fühle ich mich stark. Du gibst mir Kraft, die mir manchmal fehlt, waren auch so viele Wege nicht leicht. Was man zum Leben braucht, haben wir erreicht. Das schönste Geschenk ist deine Liebe zu mir. Sie wird uns für immer verbinden. Für immer verbinden.
ich geb, das geb ich von Herzen, bin immer für dich da. Und seit gestern Abend, da weiß ich, ich steh dir auch sehr nah. Heut könnt ich die Welt umarmen, bin im Zauberland. Seh mein Glück in tausend Farben, fang zu leben an. Und wer weiß, wie viel Zeit uns für Zärtlichkeit bleibt. Alle Liebe in mir, alles schenke ich dir. Heut könnt ich die Welt umarmen, Petra Kuschlück und Roland Neudert. Geschrieben hat uns Mandy Thomas. Und